现在我们来做一个难度稍微大一点的。Schauen Sie sich die Bilder an. Überlegen Sie mal, welche Wünsche die Tiere haben. Schreiben Sie Ihre Gedanken auf und verwenden Sie dabei Wunschsätze und irreale Konditionalsätze. 现在请大家看一下这些图片，想一想动物们都有什么愿望，然后把他们的想法写下来。记得要用第二虚拟式哦。Die allererste Frage ist doch, was für Tiere sind das? 在开始做题之前，咱们先来搞搞清楚，这些都是些什么动物。Was ist Nummer eins? 一号动物是什么呢？哦，是只章鱼吧。Ein Oktopus. Der Oktopus. Wovon träumte der Oktopus? 这只章鱼在做啥梦呢？Wenn ich doch an Land leben könnte. 要是我能在陆地上生活就好了。没有肺的章鱼自然是不能在陆地上生活的。所以他还想 Wenn ich eine Lunge hätte, könnte ich an Land leben. 如果我有肺就可以到陆地上生活了。An Land leben. Was für Tiere sind die anderen? 那其他几个动物分别是什么呢？Nummer zwei ist ein Elefant, der Elefant. Nummer drei, ein Vogel, der Vogel. Nummer vier, ein Fisch, der Fisch. Fünf, eine Schlange, die Schlange. Sechs, eine Giraffe, die Giraffe. 蛇和长颈鹿。Deren Wünsche schreiben Sie bitte selbst auf.他们的愿望就请大家自己来写吧。Okay, zwei. Was wünschte sich der Elefant? Er wünschte sich Flügel. Der Flügel, die Flügel, 翅膀。他想要翅膀，所以他应该说 Wenn ich Flügel hätte. Oder wenn ich doch fliegen könnte. Oder wenn ich Flügel hätte, könnte ich fliegen. 或者咱们换一种说法，把 wenn 去掉。那么动词就应该提前 Hätte ich doch Flügel. Könnte ich doch fliegen. Next. Der Vogel wünschte sich Arme, weil er Obst pflücken möchte. Etwas pflücken. 采摘。他希望自己有胳膊，这样就可以摘果实了。所以他会说 Wenn ich Obst pflücken könnte. OderWenn ich Arme hätte, könnte ich Obst pflücken. Weiter, Nummer 4. Der Fisch wünschte sich eine Stimme. Dann sagte er, hätte ich doch eine Stimme. Wenn ich eine Stimme hätte, könnte ich singen. 如果我有一把嗓子，就可以唱歌了。5. Die Schlange hat keine Beine, sie möchte Beine haben.Dann sagte sie, hätte ich Beine. Wenn ich Beine hätte, dann könnte ich laufen. 如果我有腿就可以跑了。诶，其实蛇没有腿也跑得挺快的，是不？ Das letzte. Die Flosse, die Flossen, 鱼鳍。Die Giraffe möchte schwimmen. So sagte sie, hätte ich doch Flosse. Oder wenn ich Flosse hätte,Könnte ich schwimmen? Tja, schöne Träume. Aber leider unrealistisch. 这些都是美好的梦想，只可惜都只是幻梦。Okay, so viel mit Wunschsätzen und Konditionalsätzen. Nun üben wir mal Vergleichssätze. Ergänzen Sie die Satzanfänge mit als oder als ob. 好了。表达愿望和条件的句子，咱们就先练到这儿。现在来练一练非真实的比较吧。
请根据开头把从句补充完整。Beispiel: Plötzlich verstummten alle, als hätte jemand ein Zeichen gegeben. 说突然一下大家都不作声了，好像有人发了个信号似的，那么统一。这里开头给的是 als， 注意变位动词的位置。下面请大家自己完成。Wenn Sie alle damit fertig sind, dann korrigieren wir zusammen. 如果大家都做完了，那我们就一起来看一下。第一句 ，Seit gestern benahmen Sie sich ihm gegenüber so, als ob. 这里有一个 sich benehmen, heißt sich verhalten, 行为、举止、表现。Jemandem gegenüber, 面对着某人。从昨天开始。他在他面前表现出的样子好像 as ob sie ihn nicht mehr kennen würde， 好像他不认识他了一样。既然开头是 as ob， 那么就得把变为动词放后面咯。第二句 Nach der 10-tägigen Trennung fühlten sie sich so, als wären sie seit Monaten getrennt。 十天的分别之后，他们觉得好像是分开了好几个月似的。真是一日不见，如隔三秋啊。Drei. Der Moderator sprach so schnell, als ob er einen Rekord brechen wollte. 这个主持人说的那么快，好像要破纪录似的。Einen Rekord brechen wollen, 想要破纪录。嗯，破华少的纪录吗？嗯。最后一句，这句应该是 An ihrer Hochzeit erinnerten sie sich noch nach Jahren, als wäre sie gestern.Gewesen. 数年之后，他们还清晰地记得自己的婚礼，好像就在昨天似的。从句中的 sie 指代婚礼 ，die Hochzeit， 并且这里还用到了一个第二虚拟式的过去时 ，wäre gewesen。你们填对了吗？关于虚拟式的过去时，咱们下面也通过一个小练习来巩固一下。Formulieren Sie die Sätze um。Verwenden Sie dabei den Konjunktiv 2 der Vergangenheit. 请把下面的句子改成过去时，用第二虚拟式。Beispiel. Hätte ich den Konjunktiv nicht gelernt, könnte ich diese Aufgabe nicht lösen. 如果我没有学过虚拟式的话，我就没有办法完成这个任务。Aber jetzt haben Sie den Konjunktiv schon gelernt, und Sie sollen diese Aufgabe lösen können.现在你们可是学过了哦，所以应该可以完成这个任务了，所以请吧。Fertig? Eins, es gab Missverständnisse mit dem Austauschschüler, weil Michael zu schlechte Englisch sprach. 哎，跟这个交流生有点误解，因为他 Michael。英语说的太烂了，现在要改成虚拟，改出来的意思应该是，假如他英语说的好一点的话，那么我们之间就不会有误解了。用过去式 ，geben 虚拟式过去时应该是 hätte gegeben， sprechen 则是 hätte gesprochen， 所以正确的答案是 ，es hätte keine Missverständnisse mit dem Austauschschüler gegeben。Wenn Michael besser Englisch gesprochen hätte. 2. Herr Weiß führte einen Prozess gegen seine Nachbarn, weil sie zu laut waren. Weiß 先生要告他的邻居 einen Prozess führen, 提起诉讼，因为邻居们太吵了。所以说，如果他们不是这么吵的话， Weiß 先生也就不会去告他们了。Führen 改成 hätte geführt，
所以就是 Herr Weiss hätte keinen Prozess gegen seine Nachbarn geführt, wenn sie nicht so laut gewesen wären. Nummer 3. Frau Scherz ärgerte sich über ihre Tochter, weil sie ihr Zimmer nicht aufgeräumt hatte. Scherz 太太生她女儿的气，因为她没有收拾好房间。换一种说法就是 Frau Scherz hätte sich nicht über ihre Tochter geärgert, wenn sie ihr Zimmer aufgeräumt hätte. 就是嘛，要听妈妈的话，不要惹妈妈生气。 4. Frau Pfeiffer hatte Ärger mit ihrem Chef, weil sie ihr Projekt nicht pünktlich beendet hatte. Pfeiffer 太太惹她老板生气了，因为她没有准时完成项目。惹老板生气可不是什么好事儿。假如一切都没发生呢？ Wenn Frau Pfeiffer ihr Projekt pünktlich beendet hätte, hätte sie keinen Ärger mit ihrem Chef gehabt. 最后一句， Silke und Joachim fuhren nicht zusammen in Urlaub, weil sie sich gestritten hatten. Silke 和 Joachim 没有一起去度假，因为他俩吵架了。那么如果他们没有吵架，就会一起去度假。所以改成 Silke und Joachim wären zusammen in Urlaub gefahren, wenn sie sich nicht gestritten hätten. 注意动词 fahren 要用 sein 做助动词哦，所以是 wären gefahren。好，通过刚刚这道题，我们应该了解了第二虚拟式的过去式怎么用。假如情况再复杂一点，里面再多一个情态动词，又将如何呢？我们来看下面这个例子。Beispiel: Franz kündigte seine Stelle, weil so oft nachts arbeiten musste. 因为得经常晚上工作，所以 Franz 辞职了。同样改成相反的情况，假如不是经常要晚上工作，他就不会辞职。Franz hätte seine Stelle nicht gekündigt, wenn nicht so oft nachts hätte arbeiten müssen. 哎，同学们要特别注意此处助动词 hätte 的位置哦。这条语法规则是这样的：当情态助动词以完成时的形式呈现在从句中时，助动词 haben 要放在另外两个不定式，即动词原形的前面。哦，听上去很拗口是吧？咱们分解的来看一下，首先是有情态助动词，而且是完成时，包括现在完成时和过去完成时，那么就会出现三个动词，一个是完成时的助动词 haben 的相应形式，第二个是情态助动词，第三个就是实义动词的原型。例如上面的句子中就有hätte, müssen 和 arbeiten 这三个动词，如果再把它们放到从句里面，那么本来要放在句尾的变位动词 haben 此时要提到另外两个动词前面来，所以就变成了 wenn nicht so oft nachts hätte arbeiten müssen。 明白了吗？我们再来练习几题。第一，Herr Jung konnte nicht in Urlaub fahren, weil seine Frau nicht wegfahren wollte. Jung 先生不能去度假，因为他的太太不想出远门。咱们改成虚拟式，假如他太太愿意出远门的话，那他就可以去度假了。Herr Jung hätte in Urlaub fahren können, wenn seine Frau hätte wegfahren wollen.把 hätte 放在另外两个动词的前面。再来一句， Frau Lauf wurde gekündigt, weil sie keine Überstunden machen wollte. Lauf 女士被辞了，因为她不愿意加班。 Überstunden machen 加班，改成 Frau Lauf wäre nicht gekündigt worden, wenn sie Überstunden hätte machen wollen.Alles klar?
Gut, so viel mit dem Konjunktiv 2 und auch so viel für heute. In der nächsten Stunde kommen wir zurück zum Thema Heirat bzw. Scheidung. Da werden wir durch eine Statistik die Situation in Deutschland besser kennenlernen. 好了，第二虚拟式就到此告一段落，今天的课也到此为止。下节课我们将回到结婚、离婚这个话题，通过一些数据更好地了解一下德国当地的情况，好吗？Also, bis dann, auf Wiederhören, tschüss!